Ja, moin, liebe EOB-Army und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde mich mal ganz kurz im TS muten. Sound muted. So, Microphone muted. ja, wir werden jetzt den Skytime pranken. Und zwar hat er gemeint, er kenne sich voll gut mit Root und so weiter aus, mit Root-Zugriff. Und mir wurde auch schon gesagt, dass er ziemlich scharf auf Root-Zugriff ist von dem einen oder anderen Person. Und wir werden ihn jetzt mal so richtig verarschen. Wir werden so tun, als ob er Root bekommt. Werden ihm dann Fake-Daten geben. Die hat der Tigerpanzer mir auch schon hier geschrieben. Hier ist so Fake-Daten. Und ja, die werde ich ihn jetzt dann zuschicken, ne? Dann soll er versuchen reinzukommen und dann geben wir ihm die Servergruppe und wir haben so einen wunderschönen Aushilfsbot bei uns auf dem Server, den da hier. Wenn man da jemanden in der Gruppe gibt, wird er instant gekickt. Und ja, das wird auf jeden Fall lustig. Ich werde ihn jetzt dann anrufen und dann hoffen wir mal, dass der noch online kommt um die Zeit. Dann kannst du meinen Namen haben. So, bin wieder da. Ich werde jetzt mal Skytime schnell anrufen und hoffe, dass der rangeht. Das mache ich nicht, das sind Viren drauf. Bin doch nicht dumm. Und ich hab schon 16 RAM. Wieso brauche ich noch mehr RAM? Also 16 GB RAM. Hallo? Hallo? Jo, Skytime, kannst du mal auf den Teamspeak kommen? Ist ganz, ganz wichtig. Wäre ganz gut, wenn du kommst. Wir bräuchten dringend deine Hilfe. Jo, bis gleich. Kommt er? Ja, er kommt. Yes! Ich rufe ich. Das wird geil. Ja, hast du die Nachricht, die ich geschickt habe? Ja, ich hab die bekommen. Ich hab die auch schon gezeigt im Video. So, Leute, er kommt. Es hat geklappt. Er kommt. Und das heißt, wir können ihn auf jeden Fall pranken. Oh, das wird so Let's geil, do Leute. the prank. Hallelujah, let's. Okay, ich will ihn danach noch mit RAM-Download pranken. Okay, er ist da. Dann move ihn mal. Ich move ihn. User was moved to your channel. So, Skytime. Du kennst dich ja mit Root aus, ne? Bis jetzt. Ja, ja, aber es geht darum, wir haben halt Probleme im Server und vielleicht könntest du uns da weiterhelfen. Ja, was? Ja, und zwar haben wir das Problem, dass wir bei HTML haben wir ein Problem mit der Webseite und zwar, ich glaube, wir haben da irgendwo einen Fehler reingebracht. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Seite für Bewerbungen und so weiter. Und ja, irgendwie kriegen wir die nicht hin, dass man die laden kann. Und jetzt würde ich habe jetzt mit Tigerpanzer darüber auch gesprochen. Eigentlich machen wir das bei niemandem, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen da jetzt eine Ausnahme. Und zwar, wir haben dir jetzt auch schon einen Root-Zugang gegeben, also halt hier freigeschalten. Braucht ihr das? Du kannst doch einfach über AnyDesk. Warte mal kurz. Warte, ich schaue, warte. Ja, hier hast du jetzt mal den Root-Zugriff. Weil ich habe ja auch, ich weiß ja auch, dass du hast ja auch bei einem anderen Server, glaube ich, schon mal Root-Zugriff gehabt oder hast ihn, glaube ich, sogar noch. Und ja, wir vertrauen dir jetzt einfach mal und deswegen haben wir dir jetzt einfach mal einen Root-Zugriff gegeben. Abend tue ich nimmer, aber er ist down gegangen, da weil ich hier war. Aber Ja, okay. muss gerade hier in meinem Spiel noch eine Mission fertig machen und dann mache ich das. Okay, ich hoffe, das dauert nicht so lange, oder? Nee, nicht. Okay. Dann warten wir halt mal ganz kurz. Da wart. Frisch ab. Ach, und übrigens, am 1.9. soll derselbe übrigens in die öffentliche Phase gehen. Ja. Ich brauche die IP vom Server. Ich sehe, das ist schon Moment. Oh Gott. E-Sports ist live. Ach, und übrigens, wir haben auf der Lobby, ne, die Feuerwache, was du gebaut hast. Ja. Die haben wir noch ein bisschen aufgehübscht, die schaut jetzt richtig gut aus. Aufgepimpt. Heißt. Wir haben die jetzt, weil die war ja recht, naja, ich sag mal, die war ja recht kantig halt, ne?
Ja. Wir haben jetzt das Dach ein bisschen verbessert und halt innen ein bisschen verbessert, ein bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht und so. Kannst du ja dann später mal anschauen. Jo, im Moment vielleicht nicht so. Erste Woche Schule. Wusstet ihr eigentlich, ich habe jetzt endlich was herausgefunden, wenn euer PC langsam ist, dass es schneller geht, ne? Achso, ja, das mit dem Download More RAM. Ja, aber das kann ich später jetzt zeigen. Ja, das müssen wir dir auch noch zeigen. Ich schaue jetzt mal am Handy mal, was der Kindergarten mit Officer Knete macht. Ach ja, Officer Knete hat ja Kindergarten mit Giga Dragon, ne? Als ob die sich gegenseitig kennen, das ist doch voll der große Zufall. Es Scheint ja kein Deutscher, wenn die kennen sich sich etliche kennen. Leute, überlege mal. Kisterle, du und ich kennen uns jetzt auch mittlerweile. Power Trio kennt ja auch mich, weißt Ja, du? Ich Power Trio kenne ich schon ewig. Respo und Grundschule, so. Alter. Dein Skytime kennt ihr den Rispo und den Fanta GHG. Wer ist Fanta GHG? Das ist der, was immer Chips frisst. Ja, das Nee, bin den ich kenne immer. ich nicht. Ich fresse immer die Chips. Ja, Fanta GHG ist schlimmer wie du, weil der war mit dem Zero mal im Discord. Und dann hat er sich immer entmutet, dann hast du gerade gehört, wie er Chips gefressen hat, dann hat er sich wieder gemutet. Ey, hä, was sag ich mit Zero los? Hat die letzte Zeit dann immer so viel Minecraft gespielt und so weiter und war dann auch recht viel mit GTA beschäftigt und so. Und deswegen haben wir den dann aus dem Team erstmal raus. Aber wenn er sich weiterhin wieder gut macht, dann hat er auch die Möglichkeit, wieder ins Team reinzukommen. Kann auf die IP nicht. Komisch. Reaction Time ist aus. Ja gut, aber ich gebe dir jetzt trotzdem mal die Gruppe von was war das jetzt, Developer oder was? Rootzugriff, was soll ich machen? Rootzugriff, ne? Zugriff. Zugriff. User in your channel was kicked from the server. Ja, Leute, übrigens, checkt auf jeden Fall mal meinen Minecraft-Server aus. Der geht am 1.9. geht er Warte, in die Open warte. Beta. Ja, jetzt will ich noch mit Morgan downloaden und verarschen. Ey, ist es eigentlich ein Virus? Nein, da kann man nichts runterladen. Die IP zum Minecraft-Server, Leute, ist übrigens die hier. Ich schreib's euch unten rein. mc.cc-sw.de ist auf jeden Fall ein cooler Server. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Den 1.9. in der Ab dem Open Beta. 1.9. könnt ihr auf jeden Fall drauf. Ohne Beta-Key könnt ihr drauf spielen. Es werden zwar noch Bugs da sein, deswegen sind wir nur in der Open Beta, aber ihr könnt zumindest schon mal drauf. So. Okay, jetzt geht's weiter. User was moved to your channel. Lol. Oh. Irgendwie diese Gruppe ist nicht erlaubt für mich. Läufe. Ja, da muss ich mir dann später nochmal anschauen. Okay. Dann haben wir hier noch einen Fehler. Skytime, hast du auch mal dieses Problem, dass ein PC nicht so schnell ist? Eigentlich. Ja, willst du noch mehr RAM? Nee, mir reicht es. Ja, aber ich habe echt Ja. voll die coole Sache Aber gefunden. ich Da kannst du lass das richtig mal. schnell RAM. Also kannst du RAM Ding, bekommen. Ding, ich kann über die IP nicht connecten. Tja, Schau komisch. mal auf die Seite, da kannst du RAM bekommen. Schick mir die auch mal, Tigerpanzer. Ich habe in die Dinge geschickt. Achso, hier. Mach Jo, ich auch mal versuch. auf. Ja, klickst dann einfach auf den RAM drauf und dann musst du da die Schritte machen und dann hast du mehr RAM. Funktioniert das bei dir? Geht. Ja. Ich. Geht? Okay. Funktioniert? Ja. Wie viel hast du dir ausgesucht? Da haben wir den. Hallo? Hast du jetzt ausgesucht, Skytime? Den 8. 8. Okay, hat schon runtergeladen. Ja. Ja.
3. Ja? Hast du Anydesk? Dann kann ich da drüber gucken, ob ich da find. Ja, mach mal schnell mit meinem Rahmen. Ich bin nämlich gerade noch was anderes beschäftigt. Hä? Skytime, lade ich doch mal mehr Rahmen runter. Warum? Dann ist dein PC schneller. Ich hab doch schon. Was hast du dir runtergeladen für? Dann noch schneller. 8. Hast du auch schon ausgeführt? Ja, ne? Mhm. Was passiert? PC schneller. Ist der PC jetzt echt schneller? Lol. Ich glaube, das bei dem auch geklappt hat. Ja, ist so, lol. Bei mir hat's nicht geklappt. Warum? Wahrscheinlich, weil der PC scheiße ist. Ja, dachte ich auch gerade so, hä? Warum klappt das bei euch, bei mir nicht? Kannst du nicht sagen. Ja, Skyter, hast du morgen nochmal Zeit, auf den Server zu kommen? Auf den Minecraft-Server? Komm jetzt drauf. Jetzt auf dem Minecraft-Server. Er ist doch schon viel zu spät. Ja. Ja, kann ja dann trotzdem mal denken. Ich weiß, warum es bei euch nicht geht. Warum? Weil es ein Virus ist. Das ist kein Virus. Doch, scroll ganz runter auf der Seite, das siehst du. Da steht, da ist ein Virus. Das liegt doch nichts runter. Das ist eine Spaß-Seite. Warum habe ich auf dem Server keinen Rang mehr? Der muss, weil wir den Ding, weil wir das rechte System überarbeitet haben, der muss dann, der muss den auch, ist der Tigerpanzer auch online, ne? Nee. Ja gut, ich komme jetzt dann eh gleich nochmal kurz rein, dann zeige ich dir mich die Feuerwache. Das mit dem RAM ist ein Ding, das verarsche, weil normalerweise sollte jeder wissen, der PC hat, dass RAM Hardware ist und keine Software ist. Das, ich hab nämlich unten auch gesehen, dass Scam ist. Aber ich finde die Seite einfach so hammer, ihr habt die musst du einfach beim Video verlinken. Ich hab die schon im Video gezeigt. Du Skytime, muss dir was sagen. Was? Sagt dir dieser Satz was, it's a prank? Ja. Willkommen in meinem Video. Hat's mir die ganze Zeit. Möchtest du noch irgendwas zu meinen Zuschauern sagen, abschließend? Abonniert eher Let's Play. Ja, wie gesagt, Leute, ab 1.9. ist der Server öffentlich. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist eine chillige Umgebung, was wir da haben. Anfangs wird mit dem einen oder anderen Bug vielleicht noch zu rechnen sein, aber es ist auf jeden Fall spielbar da drauf und es wird ja dann immer weiter gefixt und repariert und dann wir schauen, dass wir dann so schnell wie möglich den Server auch aus der Beta rausbekommen, aber auf jeden Fall könnt ihr dann schon mal drauf spielen, das ist schon mal soweit fertig, dass ihr auch mal drauf könnt. Dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich bei Tigerpanzer Tim und bei Skytime, weil Skytime es auch mit Humor nimmt und hoffe, euch hat es dieses Video mal wieder gefallen, so ein kleines Prank-Video, EOP vs. Team-Video. Somit habe ich schon 2 Stück in der Aufnahme, die lade ich dann jetzt mal, denke ich mal, schauen wir mal vielleicht am Wochenende so hoch. Und trollt gerne auch eure Freunde mit dieser Seite. Genau, und ich würde euch auf jeden Fall hier, ihr könnt ja mal pausieren, hier diese Webseite, müsst ihr mal drauf gehen und eure Freunde damit trollen und vielleicht habt ihr Glück, dass die dann dass die dann eben da sich diesen RAM in Anführungszeichen holen. Ja. Aber auch mit, also es lädt auch in Wirklichkeit nichts runter, das ist nur Arsch. Ich hab's euch ja übersetzt und hab's euch ja unten gezeigt. Trotzdem hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder da ich ja eh Abo-Geil genannt wird, abonniert mich auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.